Jo, da wären wir wieder. Und die Kommentare sind sehr demotiviert. Hä? Habe ich das gemacht mit den Solar Panels? Ist komisch, dass da nur so eine komischen Fetzen übrig sind. Ach, ich hätte die Fetzen gesetzt, um anzudeuten, wo die Dinger hinkommen. Genau. Und ich wollte gerade über die Kommentare jammern. Also nicht direkt über die Kommentare selber, sondern dass sie doch ein recht tristes Bild davon zeichnen, wie das denn mit den Robotern so ablaufen wird. Also das, so wie ich mir das vorstelle, dass bald die ersten Roboter fliegen, dass das ein bisschen utopisch ist. Ich hoffe nicht. Es wäre eigentlich echt ganz schick. Und das sollte ich nicht abreißen. Es wäre eigentlich echt ganz schick. Also ich bin mir bewusst, dass es nicht sofort diese riesen Roboterarmee ist wie in der letzten Staffel oder der vorletzten Staffel. Aber zumindest so ein kleiner Anfang. Ein kleiner Anfang wäre echt super, weil wir dann nach und nach das ausbauen könnten. Und ich müsste halt Automatisierung nicht so machen wie da hinten, weil das ist echt affig. Das mag ich ganz und gar nicht. Warum ist hier einer von den guten Poles? Und ihr gehört hier auch nicht hin. Und ich habe echt viel in die Liste da unten zum Autocraften reingeballert. Das sind alles nur blaue Tränke, oder? Ich glaube schon. Wie viele von den guten Poles habe ich? Ein. Okay. Ich wollte eigentlich schon anfangen, hier irgendwo mit dieser Fabrik, mit dem Fabrikkomplex. Brauche ich hier nur mehr Fabriken für? Ja. Wie mache ich das jetzt? Also ich habe mir überlegt, dass ich mir einigermaßen Gedanken machen muss, darüber, wo welche Fabrik hinkommt. Also ich will ja nicht alles mit Robotern machen lassen, so wie in der letzten Staffel. In der letzten Staffel habe ich mich ja selber quasi kastriert, indem ich gesagt habe, selbst wenn die Fabriken direkt nebeneinander sind, nur im Notfall Ärmchen dazwischen und all sowas. Das würde ich jetzt ungern wieder so machen. Das heißt, wir müssten das so machen, dass zum Beispiel hier eine Fabrik hinkommt für Draht, dann kommt hier eine hin für Capacitors. Achso, die waren direkt nebeneinander, glaube ich. Ah, das geht ja nicht auf. Richtig? Mach mal einen Abstand. Es geht vielleicht später dann auf. Aber die brauchen einen Abstand für die Ärmchen. Also die Idee wäre dann halt, hier wird Draht hergestellt. Das heißt, es kommt nur Kupfer rein, Draht raus. Die Kiste wird aber nicht primär genutzt. Primär wird der Draht von hier aus dann weitergereicht zu Capacitoren. Die brauchen ja auch Draht. Guck mal, was noch so alles Draht braucht. Und wo waren diese kleinen doofen... Hier. Genau. Dass einmal Draht zu den Capacitoren rüberkommt... Und dann einmal Draht rüberkommt zu den braunen Chips, die hier sind. Genau. Das heißt, dass wir so ein bisschen strukturieren, wo was hinkommt. Und dadurch die Roboter entlasten. Aber die drei Fabriken bringen mir hier gar nichts. Ich breche die Tränke mal kurz ab. Wenn ich irgendwie wüsste, wo ich hinklicken müsste, damit das alles verschwindet. Ah, man kann das aufklappen. Okay, dann mach einfach... Ja, gleich. Ich will Dinge zerstören. So, fertig. Und jetzt bau bitte Fabriken. Und zwar billige Tech-1-Fabriken, davon ganz viele, damit ich mir ein Muster zurechtsetzen kann. Und später ersetze ich die dann einfach durch blaue. Das Wichtige ist nur, dass die Dinger stehen. Und dass ich die Kisten schon mal hinbaue und, ne, dass das alles soweit klappt. Gut, Strom. Ist nicht so super toll, aber das klappt schon. Und die Lampen. Zu den Lampen gab es einen Kommentar, der ziemlich viel Sinn macht. Sobald die Lampen nicht mehr im Blickfeld sind, zählen die nicht mehr. Also, es ist nicht direkt im Blickfeld. Momentan sehe ich keine und trotzdem habe ich Licht. Aber sobald man zu weit wegkommt davon, verschwinden die. Das heißt, ich muss immer einigermaßen rausgezoomt arbeiten und wir müssen ein paar mehr davon verteilen. Dass einfach immer eine Alienlampe in der Nähe ist. Das sollte ja auch nicht allzu schwierig sein. Und ich wollte neue braune Chips klauen. Und ich sollte Forschung anfangen. Wir hatten jetzt Deck Size erhöht. Das schadet eigentlich nie. Kupferplatten direkt herstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir genug MK2-Replikate leisten kann, um direkt die Platten alle herzustellen. Ist ja doch ein bisschen krass, die Dinger. Expansion Bay? Was ist eine Expansion Bay? A tiny module beacon with very small range but very high effectiveness. Wir haben noch keine Module.
Ich wollte das Labor testen. Dafür bräuchten wir aber erstmal das Labor. Also ich müsste es bauen. Das heißt, erforsche in der Zwischenzeit doch mal Tin? Was? Dreimal Tinplate aus dreimal Tin Ore? Wieso drei auf einmal? Sehr komisch. Irgendwas Interessantes, Wichtiges, was nicht viel kostet. Charakter-Logistik-Slots. Nee. Lithium? Für Batterien? Nein. Kobalt für eine gute Picke? Brauchen wir anscheinend dafür ziemlich viel Zeug. Vor allem für Armor-Crafting. Stimmt, ich habe noch keine wirklich gute Rüstung seit einer Weile. Ingwer, Nickel. Ja, mach mal Nickel. Kostet nicht viel, mach mal. So, 200 davon. Weil die brauche ich immer, immer wieder. Da war schon wieder Licht aus. Und beschränk dich mal bitte nur auf 3. Weil ein Stack geht viel, viel, viel zu schnell weg. So, du kriegst hier noch ein bisschen Kupfer. Ich hab kein. Ja. Ah, das arme Eisending kommt doch hinterher. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Achso, weil wir genug Ärmchen haben, weil wir viel zu viele grüne Tränke haben. Deswegen kommt es hinterher. Rote Tränke sind eher das Problem. Tu rote Tränke dahin. Genau. Wir haben kein. Ah, doch da. 47. Blaue Tränke. Ja, blaue Tränke habe ich jetzt kein Fließband oder so für. Mach mal überall 10 rein. Dann haben wir später 60? Ja, 60. Warte mal, wir müssen noch 150 haben. 25? Ja, wenn wir ihm jeden 25 reintun würden, müsste es hinhauen. Außer ich bin mal wieder zu unkoffeiniert, um das durchzurechnen. Und das irritiert total mit den Alien-Lampen. Wir brauchen mehr davon. Haben wir die Anlage noch irgendwo aufgebaut? Unten irgendwo vielleicht? Da sind die Alien-Platten. Nein. Hatten wir nicht? Hatten wir nicht die Alien-Lampen kurzfristig wieder aufgebaut? Nee, anscheinend nicht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchten die. Ach, die Charged Chunks. Da müsste ich wieder loslaufen. Ja, nee. Lass mal. Wir craften gerade nichts, das ist nicht gut. Fabriken habe ich jetzt. Ja, 15 billige Fabriken. Dann crafte jetzt weiter die blauen Tränke. Dafür brauche ich Eisen. Schönes Gewitter. Also ich schnapp mir jetzt Eisen. Oben, irgendwo, da hinten. Und crafte weiter meine blauen Tränke. Und währenddessen arbeite ich schon mal an dem Muster für die Fabriken später. Ja, das wird nicht hinhauen mit direkt MK2-Replikatoren. Ja, muss ich gucken. Okay, bau mehr Tränke. Das dauert jetzt wieder eine halbe Ewigkeit. Licht ist total doof. Egal. Geh dahin. Da kommen die Fabriken hin. So, wir fangen einfach hier in der Ecke an. So, und lassen immer ein frei für etwaige Ärmchen. Und dann gucken wir mal, ob sich das irgendwann irgendwie aufgeht. Müsste es aber eigentlich. So, dich brauchen wir gerade nicht. Dich brauchen wir gerade nicht. Stell die also mal hier hin. So. Ja, es geht sich alle vier Pfosten oder was auf. Inva. Brauchen wir für Power Armor 3. Es ist sehr wichtig. Aber auch für normale Armor 3. Ja, mach Inva. Das braucht keine blauen Tränke. Ist okay. Ja, es ist nicht ganz so hübsch wie früher. Früher hatten wir so richtige kleine Cluster. Also immer dieses Pole und dann vier Fabriken unten, hatten wir so ein Achtercluster. Das fand ich irgendwie schicker. Wie sieht es nach unten aus? Weil theoretisch müssten wir jetzt hier nach unten das Ganze auch nochmal machen. Damit wir sie auch nach unten verbinden können.
Das heißt, wir würden dann im Idealfall hier zum Beispiel... Oh, kein Platz für Kisten. Ja, das geht nicht. Wir brauchen Platz für Kisten. Also maximal 2 Reihen, damit oben und unten Kisten hin können. Wobei das problematisch ist, weil die Kisten mal links und rechts sind, mal Mitte und rechts, mal links und rechts, mal links und Mitte, weil das mit dem Poles immer durcheinander geht. Das gefällt mir auch nicht. Aber ich habe schon mal herausgefunden, dass ich auf maximal 2 Reihen machen kann. Sonst wird das nichts. Was ist, wenn ich einen Abstand mache zu dem Pole? Dann kann ich unten keinen Abstand machen. Und wir können die nicht verbinden nach unten. Oh, geniale Idee. Wir benutzen diese Poles nur für hier außen. Für die Solar Panels, Akkus, Stromgeschichte. Und sobald wir hier reinkommen, benutzen wir ein komplett anderes Muster. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Weil da muss ich nicht so viel ersetzen. Wenn ich jetzt sagen würde, ach, die Poles sind doof, ich benutze einfach andere, dann müsste ich jetzt hier alle Poles hier abreißen. Was wieder ein bisschen viel Arbeit ist. Die hier müssen eh weg. Die stören eh. Das sind richtig alte, alte Poles. Die müssen eh weg. Das heißt, wir können sie dann auch gleich ersetzen durch die besseren, die dann besser ins Muster passen. Dafür bräuchte ich nur erstmal die richtigen Poles. Ich kann noch keine anderen bauen, richtig? Nee. Ich könnte die Uralt-Dinger benutzen. Damit könnte ich das alte Muster aus der letzten Staffel machen. Ich mach mal ganz kurz die Tränke weg. Und die Soldering-Dinger und komische Chips und Gedöns. Genau, also. Plan wäre jetzt folgender. Wir setzen die Dinger hier hin. Machen hier ein neues Muster. Für die Fabriken. Das war... Wie war das? Ach, wir hatten Substations und keine Medium Poles. Yeah, T. Unter was fallen jetzt Substations? Kann ich Substations schon bauen? Ich sehe keine Substations. Sind die jetzt irgendwo anders wieder? Sag mal bitte nicht, dass die wieder anders versteckt sind. Ne, ich glaube, ich kann die noch gar nicht. Da. Substations sind 14 mal 14. Waren die das schon immer? Das wirkt ziemlich viel. Und kostet 100... Bah, bah, 100 blaue Tränke. Aquatic Electronics? Nein. Will ich nicht. Zeig mal das da. Du hast 9x9. Das ist nicht 14x14. Du hättest 11x11. Geh mal zurück. Wir haben doch schon 9x9. Achso, das ist die andere Mod-Variante. 9x9, das ist genau... Du. Richtig? Ja, 9x9. Das heißt, wir müssten auch hier wieder 100 Dinge aufmachen, nur damit es dann 2 größer wird. Das könnte aber schon fast reichen. So viel dazu, dass ich jetzt ordentlich vorbereiten kann. Oh, ich könnte es andersrum machen. Das wurde, glaube ich, auch schon mal vorgeschlagen in den Kommentaren. Dass ich doch nicht immer zuerst das Muster bauen soll und dann die Fabriken, sondern dass ich erst die Fabriken bauen soll und dann gucken. Oh oh. Sondern erst die Fabriken und dann gucken, welches Muster wir reinbauen könnten. Na, da kommt Blut. Und die Türme werden beschädigt. Also sind definitiv Spucker. Kann man da rumlaufen? Nein, rumlaufen nicht, aber das Blut kann rumschwimmen. Ich habe nur den Verdacht, dass die Dinger nicht schnell genug ankommen. Deswegen setze ich mal den Bluttank hier. Direkt da unten hin. Weil ich glaube, wenn Blut zu lange unterwegs ist, dann wird es genau zu diesem komischen Nebel da. Mach mal den Bluttank. Das wird auch nicht hinhauen.